Ulrike Heckmann hat ihren Rosengarten in Schlemmin geöffnet. Zur Aktion Offene Gärten in Mecklenburg-Vorpommern am 1. Septemberwochenende. 300 verschiedene Rosen auf 3000 Quadratmetern. Ihr eigenes Reich der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, bedeutet der 66-Jährigen viel. Es ist eine ganz tolle Aktion. Menschen kommen zusammen, man unterhält sich, ob jetzt über Rosen, über Gärten insgesamt. Es treffen sich Leute hier bei uns. Es ist eine Aktion, wo man, wo man Sachen rüberbringen kann, was man sonst im normalen Leben nicht so kann. Wir sind ja auch beide Rentner, mein Mann und ich. Und man ist irgendwie glücklich, wenn man auch ein bisschen Wissen vermitteln kann über Rosen. Wir kriegen aber auch von den Leuten, die zu uns kommen, Wissen vermittelt. Es ist nicht so, dass wir nur immer was geben, sondern wir kriegen auch ganz viel zurück. Früher war sie Bergsteigerin, heute kann sie das wegen ihrer Gesundheit nicht mehr ausüben. Also hat Ulrike Heckmann eine neue Leidenschaft gefunden, ihren Rosengarten. Jeden Nachmittag werkeln sie und ihr Mann im Garten, bearbeiten Stacheldrahtrosen, Bambusrosen und Kastanienrosen. Zu ihren schönsten Blumen gehören die Artemisia und die Larissa, die nach Seife duftet. Aber auch die Rose Hansestadt Rostock ist wegen ihres Namens ein echter Hingucker. Seit 9 Jahren wohnen Ulrike Heckmann und ihr Mann Wolf Rehfeld hier in Schlemmin. Vorher waren wir im Nachbardorf und da ist meiner Frau der Garten zu klein gewesen, weil sie keinen Platz mehr für die Rosen hatte. Und dann haben wir dieses Objekt kaufen können und sie sagte dann, jetzt kann ich mich wenigstens austoben, was die Rosen angeht. Und wir wollten dann, das haben wir aber drüben in dem anderen Dorf auch schon gemacht, das auch anderen Leuten so ein bisschen zugänglich machen. Und die Idee der offenen Gärten ist ja, dass sich die Gartenbesitzer gegenseitig besuchen und Ideen austauschen, ne? Und das war für uns auch so der Anlass, bei den offenen Gärten mitzumachen. Normalerweise finden die offenen Gärten nur im Juni statt. Weil sie aber so beliebt sind, gibt es diesen weiteren Termin Anfang September. Rund 70 Gärten haben für Schaulustige geöffnet. Diese Aktion gibt es jetzt schon seit 6 Jahren. Ulrike Heckmann war mit ihrem Rosengarten in Schlemmin von Anfang an mit dabei. Wenn die Rosen richtig volle Blüte stehen, dann sagen wir uns beide immer, es ist für uns alleine viel zu schade. Das müssen andere sehen. Das ist so eine volle Blüte, Blütenanzahl und den Duft von den Rosen. Und das ist so überwältigend. Das kann man nicht nur alleine genießen. Das muss man anderen eigentlich zugänglich machen. Die Besucher kommen gerne her, bewundern die Vielfalt der Rosen und sind dankbar. Sehr schön. Also man kommt aus sich raus und vergleicht auch vieles, was man selber im Garten hat und guckt selber nach. Ne? Zum Beispiel hinten die Bäume auch, die Obstwiese ist auch sehr schön. Also sehr schön entspannt. Also ich habe mich schon gefreut. Wir haben den Termin schon länger vorgemerkt. Wir waren schon mal hier und ja, es ist einfach schön anzugucken. Man kann ein paar Ideen klauen. Man kann mal gucken, was hier noch wieder so an neuen Rosen oder Ideen umgesetzt sind. Bin immer wieder gerne hier. Rosen sind ihre Leidenschaft. Gerne hält sie Vorträge über die schönen Pflanzen oder bietet ihre Rosenbowle an. Etwa 200 Besucher kamen am 1. Septemberwochenende zu den offenen Gärten in Ulrike Heckmanns kleines Reich. Die Rosenvielfalt steht aber auch das ganze Jahr über für Schaulustige offen.